Stichwort Tiefenwirkung. Wir sagen auf Augenhöhe, meinen aber den Horizont. Wir sagen Horizontlinie, meinen aber die Perspektive. Wir sagen Perspektive, meinen aber die Fluchtlinien und Fluchtpunkte. Und wie viele Punkte müssen es denn nun sein? Bitte was? Kommt dir dieses Wirrwarr mit der Perspektive und Horizontlinien bekannt vor? In diesem Video gehe ich zum Ursprung der Perspektive zurück. Und was ist der Ursprung der Perspektive? Der Ursprung ist deine Blickrichtung. Es heißt ja umgangssprachlich nicht umsonst Perspektivenwechsel, wenn man einen Sachverhalt aus einem anderen Blickwinkel sehen und besser verstehen möchte. Der Perspektivenwechsel bestimmt die Platzierung der Horizontlinie bzw. der Augenlinie in deinem Bild. Wie das Ganze auf die Bildwirkung Einfluss nimmt und was es dabei mit Fluchtpunkten, Fluchtlinien und einer überzeugenden dreidimensionalen Tiefenwirkung zu tun hat, erfährst du in diesem Video. Zur Klärung eines vorweg. Es gibt ja hier auf YouTube ganz, ganz viele Videos zur Perspektive. Also zu der klassischen Linear- bzw. Fluchtpunktperspektive. Und sicher haben auch alle ihre Richtigkeit und Berechtigung. Jedoch sind mir diese Videos viel zu oft theoretisch und zu abstrakt. Man sieht sich das an, versteht vielleicht sogar die Systematik hinter dem Erklärten, aber man fragt sich dann dennoch, wie wende ich denn das jetzt an? Also so im echten Leben, auf dem Blatt, auf der Leinwand. Oft wird dann irgendwo beliebig aufs Papier eine Horizontlinie gezeichnet und dann kommen die bekannten Fluchtlinien mit 1, 2, 3, 4 und 5 Punktperspektiven zur Anwendung. Vielleicht werden sogar noch die historische Entwicklung von Perspektive oder isometrische Schemata von Blickwinkeln und Ebenen gezeigt und, und. Was ich euch aber zeigen möchte und werde, ist die tatsächliche Anwendung einer Vorlage auf dem Blatt oder der Leinwand. Und um es vorwegzunehmen, ihr braucht viel, viel weniger Theorie, als oft angenommen wird. Naja, und ganz ehrlich, eigentlich brauchst du gar keine Theorie, wenn du beim Abzeichnen ganz, ganz genau hinschaust. Aber ein bisschen Basiswissen tut trotzdem ganz gut und gibt ein stabiles Fundament. Vor allem, wenn man ein Bild in der perspektivischen Tiefenwirkung von Grund auf neu entwickeln möchte. Doch wozu gibt es die klassische Linearperspektive? Und was soll perspektivisches Zeichnen denn können? Wie am Anfang erwähnt, dient das alles der Tiefenwirkung. Du möchtest Dinge im Bild räumlich bzw. dreidimensional im Raum darstellen. Dann musst du mit Tiefenwirkung arbeiten. Hast du die Blickrichtung in deinem Bild bestimmt, dann richtet sich der Horizont bzw. dessen Platzierung in deinem Bild danach. Hast du nun die Platzierung der Horizontlinie, und hier kommt ein kleiner Spoiler vorweg, die Horizontlinie muss im Bild nicht immer sichtbar sein, bzw. sie kann sich auch außerhalb des Bildes befinden. Also hast du die Platzierung der Horizontlinie, dann hast du bereits aus einer dieser drei Perspektiven gewählt. Und diese drei Perspektiven sind die normale Perspektive, also normal geradeaus schauen, die Froschperspektive, auch Untersicht genannt, von unten nach oben, und die Vogelperspektive, auch als Vogelschau oder Aufsicht bezeichnet, also von oben nach unten. Bist du dir im Klaren darüber, welche Perspektive es ist, dann wirst du merken, dass sich auch dein Horizont im Bild in der Höhe jeweils automatisch der gewählten Perspektive anpasst. Das ist grundsätzlich alles, was du wissen musst, um anschließend all die nötigen Fluchten mit den Fluchtpunkten setzen zu können. Das ist an sich schon richtig, aber es ist nur in sich stimmig und richtig. Es bezeichnet nur einen Ausgangspunkt, lässt ganz viele Facetten, die wir dann draußen haben, total weg. Darum finde ich das nicht unbedingt optimal oder nicht primär wichtig, um sich mal in der Welt der Perspektive zurechtzufinden. Okay, zuerst geht es mal um die Klarstellung, was ist überhaupt Augenlinie, was ist die Perspektive, was ist die Augenhöhe. Für mich sind das, wenn du von dir ausgehst, von deinem Blickpunkt, von deiner Sicht aus, ist alles das Gleiche. Also die Augenhöhe ist gleichzeitig auch deine Perspektive, deine Horizontlinie. Es gibt einen Unterschied zwischen Augenhöhe und Augenwinkel oder beziehungsweise Blickwinkel, wohin du schaust. Das ist nicht das Gleiche. Also Augenhöhe ist folgendes. Das ist wirklich die Höhe der Augen. Egal, ob du sitzt, ob du stehst, so wie ich jetzt, oder ob du auf einem Berg bist, die Höhe der Augen, du könntest auch sagen, die Höhe der Ohren, weil es geht ja wirklich nur um die Augenhöhe, die bleibt immer fix. Egal, ob du nach oben schaust, nach unten schaust, nach links, rechts, die Augenhöhe bleibt Augenhöhe. Und das ist das Gleiche in der Fotografie. Nur sprechen wir dort nicht von der Augenhöhe, sondern von der Kamerahöhe. Also auch da spielt es eine Rolle, ob ich zum Beispiel ein Foto so aufnehme oder weiter unten oder weiter oben. Das ist dann die Kamerahöhe.
egal ob die Kamera zum Beispiel so geneigt wird oder so geneigt wird, die Kamerahöhe bleibt die Kamerahöhe. Das gleiche mit der Augenhöhe. Nur bei den Augen ist es einfacher, wenn du vor Ort live abzeichnest, normal geradeaus schauen, dann siehst du automatisch, also die Sicht, die Augensicht, deine Sicht ist gleich mit der Augenhöhe. Und das nennt man dann die normale Perspektive. Okay, wenden wir das mal deutlich an. So, dann ist das ungefähr, meine Augenhöhe ist ungefähr hier, ja? Ich schaue so. Okay, zeichne ich mal jetzt die. Das ist meine Augenhöhe und die bleibt immer, egal ob ich jetzt nach oben schaue, nach unten schaue. Jetzt haben wir Folgendes. Jetzt habe ich ja mein Sichtfeld. Also das, was ich sehe, möchte ich ungefähr aufs Blatt Papier transportieren oder auf die Leinwand. Als Beispiel so ein kleiner Rahmen, das ist jetzt mein ganzes Sichtfeld oder beziehungsweise der Ausschnitt, den ich im Bild haben möchte, auf meinem Blatt Papier haben möchte. Und wenn ich jetzt da ganz genau dieses Sichtfeld mit der Augenhöhe auf eine Höhe bringe, dann sieht das so aus. Wenn ich das übersetze, seht ihr, ist das Ganze in der Mitte. Also die Augenhöhe ist dann in der Mitte des Bildes. Okay, das ist die normale Perspektive. Jetzt, wenn ich das Gleiche noch beibehalte und leicht nach oben schaue, das Blatt geht natürlich mit, also das Sichtfeld geht ja mit, wenn ich so nach unten nach oben schaue. Also wenn ich leicht nach oben schaue, muss nicht viel sein, nur ganz wenig. Zack. Dann passiert Folgendes, wenn ich das jetzt so übertrage. Da seht ihr schon, was mit der Horizontlinie passiert, nämlich gar nichts. Die bleibt, wo sie ist, die Augenhöhe. Was sich verändert, ist der Stand der Horizontlinie im Bild. Das heißt, wenn ich jetzt nach oben schaue, so wie hier, dann habe ich eine Untersicht. Oft wird von einer Froschperspektive gesprochen, Frosch- und Vogelperspektive. Aber ich habe die Begriffe nicht gern, weil sie die falschen Assoziationen hervorrufen. Da denkt man automatisch an einen Frosch im Gras oder einen Vogel oben in den Lüften. Und das ist es überhaupt nicht. Darum spreche ich lieber von der Aufsicht bzw. von der Untersicht. Hier haben wir jetzt eine Untersicht. Ich schaue ja von unten nach oben. Und jetzt das Gleiche. Aber nur ein bisschen nach unten schauen, das verhält sich das genau gleich mit dem Sichtfeld. Das kommt ja mit. Also, dann übertrage ich das hierher. Dann passiert Folgendes. Die Augenlinie bleibt wie immer bestehen, aber die Platzierung im Bild verändert sich. Hier haben wir eine ganz klare Übersicht. Also eine Vogelsicht oder eine Aufsicht. Ich spreche lieber hier von Aufsicht. Was meinst du? Und sobald du dich ein bisschen von der normalen Perspektive wegbewegst, nach oben, nach unten, spricht man dann von einer Untersicht oder von einer Aufsicht. Und dementsprechend verändert sich auch die Tiefenwirkung in deinem Bild. Jetzt, wenn ich wieder dieses Beispiel hier anschaue, dann ist das normale, die normale Perspektive. Aber wenn ich dann eine starke Untersicht habe oder eine Aufsicht, dann funktioniert das nicht mehr. Okay, jetzt haben wir die Problematik von zwei Welten, und zwar die reale Welt und die fotografierte Welt. Wenn du jetzt vor Ort live bist, sei es zu Hause, in deiner Stube, im Atelier oder auf dem Balkon oder irgendwie draußen, beim Urban Sketching, im Café, am Zeichnen, egal was, hast du deine Szenerie vor Augen und dann ist es relativ simpel festzustellen, wo die Augenhöhe ist und beziehungsweise wo dann die Perspektive liegt. Also wenn du sitzt, schaust du geradeaus, zack, hast du die Perspektive, fertig. Das andere ist Zeichnen ab Vorlage. Das wird dann recht schwierig, weil du dann eine Vorlage hast und effektiv nicht weißt, wo die Kameraposition ist, also wo die Kamerahöhe ist. Und das ist relativ schwierig dann festzustellen, wo die Perspektive ist, weil wenn du das Bild siehst, ist es ja nicht deine Perspektive, nicht deine Augenhöhe, sondern die ist irgendwo anders. Die kannst du nicht festmachen anhand deiner Einschätzung. Dann suchst du dir am besten vom gleichen Haus zwei Linien, die in eine Richtung gehen und dort, wo sie sich treffen, dann ist das die Horizontlinie. Und jetzt ist es so, wir haben ja die Welt sehen gelernt auf unsere Art. Wir schauen meistens geradeaus, beziehungsweise ein bisschen nach unten und sogar einige ganz nach unten. Und wenn wir dann nach oben schauen, ist das schon sehr speziell. Aber so laufen wir nicht durch die Welt, sondern wir laufen eher so durch die Welt. Darum ist diese Blickrichtung für uns wie normal und natürlich und alles andere ist dann ein bisschen ungewöhnlich. Das merkst du, wenn du zum Beispiel Katzenvideos anschaust, wenn die Katzen hier eine Kamera haben, unten oder am Körper und sie laufen durch das Gras und dann siehst du effektiv das Ganze aus der Froschperspektive, sieht hammermäßig aus und wirkt dann ganz, ganz besonders, weil wir eben diese Sichtart oder diese Sichtperspektive nicht gewohnt sind. Darum ist ungefähr das, die normale Perspektive bzw. die Aufsicht eher normal und wenn wir das haben, die Untersicht, dann wenn wir von unten nach oben schauen, ist es schon ungewöhnlich und
hier switcht sich auch die Wahrnehmung. Und zwar gibt es eine Wahrnehmung der Perspektive, wenn du zum Beispiel ein Bild zeichnest, eine ganz normale Kinderzeichnung. Alles, was unten im Bild ist, ist nah beim Betrachter. Und alles, was weiter oben im Bild gezeichnet wird, ist dann weiter weg. Und wenn wir sein Bild anschauen, ist für uns klar, das unten ist vorne und das weiter oben ist dann weiter hinten. Und das ist ungefähr diese Ansicht hier. Bisschen diese da, aber schon grundsätzlich hier. Und diese Wahrnehmung switcht sich 180 Grad, wenn wir das haben. Weil wenn du dann nach oben schaust, ist alles, was relativ nahe ist, hier oben, zum Beispiel eine Baumkrone oder eine Decke. Und alles, was hier unten ist im Bild, ist dann viel weiter weg. Also genau umgekehrt wie hier. Aber wir sehen ja auch, die Horizontlinie verschiebt sich ja. Darum kommen wir nun zur Wirkung, welche du in deinem Bild durch diese Perspektiven bewusst einsetzen kannst. Die normale Perspektive, also die Augenlinienperspektive, ist die neutralste, weil sie eben zentral auf dem Blatt liegt und so die größtmögliche Harmonie und Ruhe mit Tiefenwirkung erzeugt. Das hat aber auch den Nachteil, dass durch diese fehlende optische Dynamik das Bild eher langweilig und unentschlossen wirken kann. Hier kommt dann also automatisch die Bildkomposition mit ins Spiel, von der ich ebenfalls ein Video gemacht habe und welche dir hilft, durch verschiedene Kompositionsraster dein Bild spannend aufzubauen. Kommen wir zur Untersicht, also der Froschperspektive. Durch die Untersicht wirkt das Motiv im Bild größer und imposanter, während der Hintergrund häufig stark in die Höhe hinaufragt oder gar den Himmel zeigt. Der Effekt findet nicht nur draußen in der Natur oder in Städten statt, also in großen bis sehr großen Vorlagen, sondern er kann auch durch eine sehr nahe Aufnahme oder sehr nahe Annäherung an das Objekt entstehen. In der Fotografie wären wir dann schon bei Makroaufnahmen. In Bildern, die also mit einer Untersicht komponiert sind, wirkt das Motiv sehr groß, fast überlebensgroß. Beim Betrachten fühlt man sich entsprechend klein und eingeschüchtert. Die Untersicht wird also verwendet, wenn das Motiv stark, bedrohlich oder imposant wirken soll. Mit Hilfe der Untersicht kann sogar eine Blumenwiese, ein Jahrmarkt oder ein Kinderzimmer, jetzt für Erwachsene, bedrohlich wirken. Wird die Untersicht sehr stark betont, also schaut man dann fast senkrecht nach oben, dann verschwindet auch die Augenlinie, also der Horizont, aus dem Bild und ist somit nicht mehr sichtbar. Das sehen wir oft bei klassischen Waldaufnahmen im Wald mit den Bäumen und deren Kronendach. Wann wird nun die Untersicht benutzt? Sie wird oft verwendet, um eine ungewöhnliche und interessante Darstellung eines Motivs zu erzeugen, vor allem dann, wenn man die oben genannte Wirkung im Bild erzielen möchte. Sie kann zum Beispiel eingesetzt werden, um Gebäude oder andere architektonische Strukturen imposanter wirken zu lassen oder um dramatische Effekte zu erzielen. Insgesamt bietet die Froschperspektive eine neue, ungewöhnliche Sichtweise auf die Welt. Das ermöglicht uns, Motive aus einem ungewohnten Blickwinkel zu betrachten. Bei der Aufsicht oder auch bei der Vogelperspektive wird ein Motiv von oben betrachtet. So, als ob man es aus der Sicht eines Vogels oder von einer erhöhten Position betrachtet. Diese Perspektive bietet einen Überblick über das Motiv und die Umgebung, wobei man eine erhöhte und distanzierte Sicht auf das Geschehen hat. Man verwendet die Aufsicht, um eine Szene oder das Bildgeschehen distanziert und aus sicherer Entfernung darzustellen. Die betrachtende Person ist nicht direkt involviert, sondern eher ein unbeteiligter Beobachter. Die Aufsicht vermittelt also einen emotional distanzierten, eher dokumentarischen Eindruck. Man überblickt eine Szenerie, ohne direkt involviert zu sein. Die Aufsicht wird auch zur Darstellung von stadtplanerischen Bildmotiven verwendet. Hierbei wird meist die isometrische Form verwendet, bei der sich die Gegenstände nach hinten nicht verkleinern. Das nennt man dann auch Militärperspektive. Die Aufsicht bietet einen einzigartigen Blickwinkel und ermöglicht es, das Gesamtbild zu erfassen. Sie wird verwendet, um Größe, Muster, Beziehungen und Kontexte darzustellen und kann in verschiedenen Bereichen eine praktische Anwendung finden. Vor allem seit der Verbreitung von Kameradrohnen ist dieses Stilmittel in Fotografie und Film sehr beliebt geworden. So, ich hoffe, ich konnte dir das mit dem Horizont, der Augenlinie und der daraus entstehenden Bildwirkung verständlich darstellen. Falls nicht, sag es mir bitte in den Kommentaren. Wenn du ansonsten eine Frage zu Perspektive und Komposition hast oder dir zu einem Thema aus diesem Bereich ein Video wünscht, dann schreibe es mir ebenso in die Kommentare.
Ansonsten lass mir gerne ein Däumchen nach oben da oder unten oder ein Abo, falls du noch keins hast. Ich bin Jacek, ich danke dir fürs Zuschauen. Mach's gut, auf bald!